Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, jetzt komme ich als Mitantragsteller doch noch als Letzter dazu zu reden. Aber Herr Busen hat ja gerade gesagt, dass ich nur enthalten, dass ich nicht grundsätzlich gegen den Antrag stellen. Dann ist es ja soweit auch in Ordnung. Im Grunde genommen ist mit diesem Antrag auch die Vertrauensfrage geknüpft. Denn biologische Ernährung hat etwas mit Vertrauen zu tun, und wir brauchen dieses Vertrauen der Bürger in unsere Lebensmittel. Die Fokussierung auf das Endprodukt, Herr Busen, und die Aufgabe der Prozesskennzeichnung entfremdet den Konsumenten wieder ein Stück mehr vom Produzenten. So frei nach dem Motto, wie auch immer es entstanden ist, Wuppe egal, wichtig ist, was in der Verpackung im Regal liegt. Aber nicht nur der Verbraucher muss dem Erzeuger vertrauen können, auch die Bürger müssen sich darauf verlassen können, dass demokratische Entscheidungen in Brüssel und Straßburg getroffen werden. Und damit komme ich genau zu dem Punkt des Revisionsentwurfs, der uns Piraten am meisten stört. Die Mitsprache des Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten wird ausgehebelt. Die EU-Öko-Verordnung kommt auf schlanken Fuß daher und wird dann durch eine Vielzahl von Anhängen ergänzt. Die EU-Kommission will für sehr wichtige Regelungsbereiche, 42, man achte auf die Zahl, delegierte Rechtsakte und Durchführungsvorschriften erlassen. Und dieses Vorgehen entspricht dann eben nicht dem legislativen Anspruch an EU-Gesetzgebungsverfahren und beschränkt in ganz erheblichem Maß die demokratischen Mitspracherechte des Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten. Und noch etwas Letztes zum Thema Vertrauen zu sagen. Liebe SPD, vertrauen Sie doch einfach mal Ihren Kollegen in Berlin und dass die da ein wenig Einfluss auf die Bundesregierung haben. Aktuellen Berichten zufolge steht man da im engen Kontakt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau.